Moin ihr Landratten und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kasi on Tour und zu einem neuen Schrauber- und Werkstattvideo. Ich habe mal nach langer Zeit wieder die Maschine vom Jürgen hier, die Honda Forza 125 Baujahr 2019 glaube ich. Seine geliebte Black Pearl hat er wieder in meine Hände gegeben und er möchte so ein paar Umbauten haben. Unter anderem, das kann ich euch mal zeigen, wollen wir... Jetzt muss ich mal eben hier mein Display wieder anmachen. Unter anderem wollen wir unten einen Zusatzscheinwerfer anbringen. Dann möchte er gerne, so wie ich das bei meiner Maschine habe, zusätzliche Blinkerleuchten hier oben montiert haben. Da weiß ich noch gar nicht, wie ich das mache, weil er hat ja auch noch die Zusatzspiegel hier oben drauf. Dann soll die Navi-Halterung versetzt werden. Also er hat ja... wieso ist denn das so klebrig? Na egal. Er hat ja als Handyhalterung hier oben... im Endeffekt die Halterung von SP Connect, die ich auch habe. Aber die Navi-Halterung soll hier in die Mitte wandern. Was haben wir noch? Irgendwas war noch, was er haben wollte. Ja, drin eine Ladebuchse verbauen zum Batterieladen. Da wir sowieso hier alles auseinanderbauen müssen, Helmfach, komme ich da nachher wunderbar dran. Ja, dann soll ich nochmal einen Ölwechsel machen. Und so ein paar Kleinigkeiten sind halt zu machen. Ne? Ja, jetzt muss ich allerdings erstmal ein bisschen Platz schaffen in der Garage. Ich habe festgestellt, dass meine Garage irgendwie viel zu klein ist. Und insofern werde ich jetzt erstmal umbauen. Ja, und da würde ich sagen, verlieren wir gar keine Zeit. Und dann geht's los, ne? Wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Los geht's wie immer nach dem Intro, ne? Viel Spaß! Erstmal alles raus, was keine Miete bezahlt hier. Alter Schwede. Ich sag, meine Werkstatt ist zu klein. Ich brauche eine größere Werkstatt. Ja, wie gesagt, Jürgen will ja auch diese Zusatzscheinwerfer haben, die ich halt auch habe. Allerdings hat er das Problem, er ist ja, ich sag jetzt mal, ein bisschen kleiner. Irgendwie 1,75, etwas größer als ein Türstopper. Auf jeden Fall ist das Problem, wenn er sich jetzt Sturzbügel montieren würde, dann hätte er noch mehr Schwierigkeiten, die Maschine zu halten. Das macht nämlich eine ganze Menge aus, wenn die unten breiter ist. Und insofern haben wir bei Jürgen eine andere Lösung gefunden. Und zwar, es gibt, unter anderem bekommt ihr die bei Luis, es gibt hier... solche Halterungen, die werden hier einfach vorne an die Gabel geschraubt. Dann könnt ihr einfach die vorhandenen Schrauben rausdrehen und die dann sozusagen als Befestigung für Zusatzscheinwerfer benutzen. Dafür sind sie übrigens auch gedacht. Kosten auch nicht viel. Wie gesagt, gibt es bei Luis in unterschiedlichen Größen. Und das ist eigentlich eine ganz gute Möglichkeit für all diejenigen von euch, die vielleicht sich keine Sturzbügel ranbauen wollen und im Endeffekt nicht wissen, ja, wohin mit ihren zusätzlichen Scheinwerfern. So, als erstes nehmen wir mal den Koffer ab. Schon so lange nicht mehr gemacht. Und da ist das gute Stück. So, den packen wir mal hier hin. Ja, sieht auch gleich viel sportlicher aus, ne? Ja, das ist auch geil, ne? Ich habe gedacht, er hätte mal hier ausgeräumt oder so. Nein. Ne? Typisch. Muss Kasi hier noch ausräumen, ne? So, als erstes fange ich mal hier hinten an. Mal hier die ganzen Schrauben raus. Ja, da ist es ganz gut, wenn ihr euch eine Schale an die Seite packt. Eben so eine Magnetschale, wie ich sie hier habe. Die kostet auch nichts. Gibt es auch bei Luis unter anderem. Aber
Das ist schon ganz gut, damit ihr die Schrauben nicht vernudelt. Na, dann geht hier nichts verloren. So, dann machen wir den hier los. So, dann nehmen wir uns die hier vor. Das ist eine 12er Nuss. Und dann können wir den hier schon mal abnehmen und an die Seite stellen. So, dann nehmen wir den. Kreuz, 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 Kreuz. Wenn ihr das auch mal macht und ja, ich sag mal, diesen Bereich abbaut und ihr baut nachher wieder zusammen, das ist mir bei meinem passiert, achtet drauf, weil wir den ja nachher auch so ein bisschen an die Seite packen, dass dieser Bountenzoch hier wieder vernünftig hintergehakt ist. Also ich hoffe, man kann das sehen, weil sonst geht die Schließelektronik nachher nicht. Das ist mir tatsächlich, wie gesagt, beim ersten Mal passiert. Und ja, das war natürlich ein bisschen doof, ne? So, nachdem wir jetzt die Schrauben gelöst haben, dann kann man das hier einfach anheben und an die Seite drehen und dann stört uns das nicht mehr, weil dann können wir hier jetzt die ganzen restlichen Schrauben lösen und dann das Helmfach rausbauen. Ja, wenn ihr das Helmfach nachher rausbaut, da habt ihr unter anderem solche Nupsis hier, die Pinüpsels, die hier einfach eingedrückt werden und dann kann man die rausziehen und ihr habt natürlich noch diverse Schrauben, so wie hier. Auf der anderen Seite, hier sind noch Schrauben drin, die rausgedreht werden müssen, hier unten. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Im Übrigen hat Schraubsel damals auch einen ganz guten Tipp gegeben und er hat mich auch gesagt, lasst den Batteriedeckel so lange zu, bis ihr alle Schrauben hier rausgedreht habt, weil, so wie mir gerade jetzt, da dieser Pinupsel da reingefallen ist, und den findet ihr nachher gegebenenfalls nicht wieder, ne? So, ich baue jetzt erstmal hier die ganzen Schrauben raus und dann sehen wir uns gleich wieder, ne? So, wenn wir jetzt alles gelöst haben, dann müssen hier unten diese beiden Kreuzschrauben, ihr seht das glaube ich, die müssen auch noch raus, weil die übersieht man nämlich relativ schnell. Und dann kriegen wir das Helmfach hoffentlich raus. Ja, und hier oben, hier sind auch noch zwei Nupsis, die man eindrücken muss. Da und da. Und dann können wir das Fach rausnehmen. So, nachdem wir das geschafft haben, werde ich jetzt gleich kurz die Batterie abklemmen, damit wir nachher die Kabel verlegen können für die Zusatzscheinwerfer. Ja, ihr seht, das sind immer eine ganze Menge Schrauben, ne? Die Pinüpsels und so schön, wie gesagt, sortieren, dass nichts wegkommt. Dann machen wir für heute Feierabend. Ich wollte das jetzt auch nur vorbereiten. Und morgen werde ich dann ganz entspannt weiterschrauben. Es ist Viertel nach 11, quasi geht jetzt noch eine Stunde Fernsehen gucken. Ne? Ich habe ja Urlaub, insofern kann ich mich hier ganz entspannt morgen weiter an die Arbeit machen. So, ich möchte euch mal was zeigen. Und zwar hatte sich Jürgen diese Zusatzscheinwerfer irgendwie bestellt aus China. Das ist ein No-Name-Produkt. Sehen von der Bauform her genauso aus wie meine. Haben auch eine E-Prüfnummer. Und gucken wir hier die Stecker an. Und ja, jetzt schaut mal hier. Ne? Also, die sind so schlecht verarbeitet. Und gerade hier an der Stelle, wo der Stecker sitzt, ich ziehe das mal raus, das ist ja im Endeffekt, sind das ja die Stecker, die wasserdicht sein sollen. Und ihr seht, ne, guckt euch mal an, wie die aussehen. Also
Ja, das geht also mal gar nicht, ne? Und insofern kann ich wirklich nur sagen, bestellt euch sowas bitte nicht irgendwie aus China, sondern fahrt wirklich zum Fachhandel, gebt lieber ein paar Euro mehr aus, gerade wenn es um diese Elektronik geht. Aber Fakt ist, die werden wir also nicht verbauen. Und ich war jetzt gerade noch mal bei Louis gewesen und habe welche von Puig gekauft, weil ich ja in Rücksprache mit Jürgen gesagt habe, also ich habe da kein gutes Gefühl bei, wenn ich ihm das jetzt einbauen würde. Denn wenn da irgendwo nachher ein Kurzschluss ist oder so, das richtet mehr Schaden an wie alles andere. Jetzt habe ich die von Puig besorgt. Wie gesagt, sogar im Angebot gewesen. Ich habe jetzt etwas weniger bezahlt. Ich glaube, Normalpreis ist 150 oder 159. Und die haben jetzt gekostet, glaube ich, 130. So, und die sind auch ein bisschen dezenter. Die sind nämlich schön klein. Ne? Und man sieht hier, also ne, da gibt es qualitativ auch nichts zu meckern. Ihr seht, die haben hier ein E-Prüfzeichen dran und sind also auch als solches zugelassen. So, bevor wir die verbauen, werden wir die natürlich auch mal eben prüfen, ob die auch funktionieren. Ja, das sieht auch schon mal ganz gut aus. So. Mal auf Höhe bringen das Ding hier. So, im Endeffekt ist es jetzt so, dass die Halterung hier so drauf kommt. Jetzt kann man sich natürlich noch überlegen, ob man jetzt die Strahler nach oben oder nach unten macht. Aber wir machen die, glaube ich, nach oben. Ja, die sind schon schön klein, dezent. Das gefällt mir schon sehr gut. Schrauben. Ja, ich finde, das sieht auch ganz nice aus. Passt auch gut zum Roller. Vor allen Dingen, wie gesagt, ich finde, wenn die da größer gewesen wären, wirken die auch zu wuchtig einfach. So, natürlich möchte ich jetzt in den nächsten Arbeitsschritten nicht die Kabel hier einfach so nach hinten baumeln lassen, sondern ich möchte die schon so ein bisschen vernünftig hier oben längs legen. Und dafür habe ich hier so kleine Klebepads mit M3-Klebeband. Und da kann man nachher eine Kabelstrapse durchziehen. Das heißt, na, das Ding kommt jetzt ganz dezent hier hin. Und dann praktisch wird das Kabel da einfach mit der Kabelstrapse festgezogen. So, ihr seht, na, dann ist das hier einfach eine saubere Sache. Verdeckt auch den Reflektor nicht. Das ist ja auch nochmal ganz wichtig. Genau, und die Anschlusskabel, die werden nachher hier hinter verlegt. Gehen dann nachher praktisch hier durch diese Öffnung hier hinten. Und werden dann praktisch nachher unten durchgezogen. Ja, und dann sollte das nachher auch funktionieren, ja? So, damit wir hier weitermachen können, muss ich jetzt Jürgen seine Fußleisten hier erstmal abmachen, damit ich das nachher hier so ein bisschen auseinandergezogen kriege. Das einmal ab. Jetzt müssen wir hier die Kreuzschlitzschrauben einmal rausnehmen. Oh. Dafür brauchen wir die Kreuzschraubenzieher. Nur das hier ist aber auch nicht so original gedacht, ne? Dann haben wir hier wieder so ein Pinopsel. Der muss raus. Der muss raus und ich glaube, unten
Unten drunter ist, glaube ich, auch noch einer, ne? So, wie gesagt, wenn ihr das mal macht, um diese Seitenverkleidung hier so ein bisschen abzumachen, da gibt es hier unten drunter, sind hier auch noch so Steckpindöpsels, diese Plastikdinger. Und dann kommt ihr hier relativ gut ran und könnt euch dann die Kabel auch dementsprechend ziehen. Ja, so sieht es jetzt aus. Jetzt mein Kabel habe ich hier hinten schon liegen, ne? Und das ziehe ich jetzt nach vorne. Ja. Und dann sieht das doch schon mal ganz gut aus. Ja, bei mir ist das ja so, dass der Schalter zum Ein- und Ausschalten der Scheinwerfer im Endeffekt bei mir hier an der Seite angebracht ist. Das ging bei mir ganz gut durch die Sturzbügel und ich kann den dann mit den Füßen betätigen. Das funktioniert ohne Probleme. Aber Jürgen möchte seinen Schalter nachher oben am Lenker haben. Nun reicht aber das Kabel nicht. Das heißt, ich werde das jetzt hier erstmal aufschneiden, verlängern und neu zusammenlöten. So, jetzt werde ich erstmal das Kabel verlängern hier. So, dann haben wir das abisoliert. Dann machen wir hier Schrumpfschlauch drüber. Damit das natürlich dann auch dicht ist. Und nachher kommt nochmal Klebeband, Isolierband drüber. So, jetzt habe ich mir erstmal genug Spielraum verschafft, um nachher das Kabel von hier oben nach unten durchzuziehen. Und ja, das wird dann nachher hier unten wieder angelötet, die Steckverbindungen eingestöpselt, die Kabel nochmal hier ein bisschen vernünftig verlegt und dann ja hinten noch an die Batterie angeschlossen und dann war es das, ne? So, seine Navi-Halterung habe ich jetzt schon mal abgeschraubt. Und jetzt tausche ich auch gleich in dem Zuge, weil ich da sowieso bei bin, mal eben hier seine Abdeckung aus. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, um den Schalter hier oben durchzukriegen, habe ich mir hier die Kabel zusammengenudelt. Hab mir hier einen Draht gemacht, wie ihr seht. Hab den hier oben durchgeführt, so dass ich jetzt den Schalter im Endeffekt, ja, muss ich mal gucken, auf jeden Fall nachher hier anbringen kann. Dann hat er ihn hier oben halt liegen. Das ist die einfachste Möglichkeit jetzt gewesen, überhaupt die an die Kabel hier unten ranzukommen, ne? Ja. Dafür habe ich jetzt mal locker eine halbe Stunde gebraucht, um den ganzen Scheiß da zurechtzufriemeln. Ach so, das hatte ich ja auch schon mal erwähnt. Dadurch, dass wir jetzt die Batterie abgeklemmt haben, würde ich euch raten, euch hier zwischen dem Sitzverschluss was zwischenzulegen. Weil wenn euch der jetzt zufällt, bekommt ihr den nicht entriegelt und müsst dann die Notentriegelung nutzen. So, wie gesagt, das rote Kabel vom Schalter kommt ja an das Zündungsplus ran, weil sonst könnt ihr das nicht einschalten. Und ich habe ja schon bei mir und auch bei Jürgen seiner Maschine Zündungsplus abgegriffen, weil wir hier ja auch die Positionsleuchten umgerüstet haben. Und wenn ihr mal Zündungsplus abgreifen müsst, den Stecker vom Hauptscheinwerfer abziehen und dann das erste schwarze Kabel nach dem weißen, das ist Zündungsplus. Die Beschreibung dazu auch nochmal in meinem Video zum Blinkerumbau. Das verlinke ich euch hier oben nochmal in der Infokarte. So, verlöten, Schrumpfschlauch drüber. Und dann werden die Kabel nachher auch ordentlich wieder versteckt.
Blödsinn. Soll das auch vernünftig machen, ne? So, ein Gefummel hier. Ja, jetzt kommt auch noch ein bisschen Isoband rum. Für solche Sachen nehmt bitte auch kein Gaffer-Tape oder so. Das ist auch immer so ein, ja, für viele so ein Allzweck, so eine Allzweckwaffe. Aber Gaffer-Tape, das wird irgendwann porös und löst sich auf. Und das habt ihr halt hier mit diesem Isolierkabel halt nicht, ne? Hier unten ist alles verkabelt, das sieht sauber und ordentlich aus. Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, hier die Kabel hier längs gelegt, hier hinter gelegt. Und dann hier nochmal befestigt mit diesen Clips. Und dann geht das Kabel im Endeffekt hier schön rein. Ich hoffe, man kann das sehen. Und ja, und jetzt können wir das im Endeffekt an die Batterie anschließen. Ne? So, jetzt nehme ich hier noch ein bisschen das weg für das Kabel, damit ich das nachher nicht einklemme, weil ich muss ja irgendwo das Kabel zur Batterie jetzt durchführen. Und da der Kasten nachher geschlossen ist, habe ich da jetzt einfach mit dem Dremel ein kleines Loch reingemacht. Und da kann ich jetzt dann die Kabel durchführen. So, ich habe jetzt die Zusatzscheinwerfer angeschlossen. Dann habe ich hier schon mal das Kabel gelegt für das, um die Batterie zu laden. Das lasse ich jetzt erstmal hier. Jetzt machen wir mal die Zündung an. So sieht es jetzt aus. Und jetzt machen wir mal die Nebelscheinwerfer bzw. Zusatzscheinwerfer an. Ja, funktioniert, ne? Sieht auch gut aus. So, jetzt werden wir erstmal hier die Fußleisten wieder anschrauben. Ja, also, wenn ihr Zusatzscheinwerfer anbauen wollt und ihr wollt das vernünftig machen, also ihr könnt dafür 2,5 bis 3 Stunden Zeit einplanen. Ihr habt ja gesehen, dadurch, dass die Kabel teilweise verlängert werden müssen, dann das Gefriemel, das Löten, das Schneiden und so. Das Bearbeiten der Kabel, das hält alles auf und ist wirklich nicht mal eben in einer Stunde gemacht. Also selbst ein geübter Schrauber wird dafür seine Zeit brauchen. Und gerade bei der Elektronik solltet ihr euch auch wirklich die Zeit nehmen. Na? So, nachdem wir jetzt hier unten weitestgehend fertig sind, werden wir jetzt das Helmfach wieder einbauen. Und dann sind wir hier mit dem erstmal durch und dann werden wir die Navigationshalterung für sein TomTom Navigationsgerät in die Mitte setzen. So, beim Batteriefach habe ich jetzt eine kleine Ecke rausgeschnitten hier, damit da dann sozusagen das Ladekabel durchgesteckt werden kann. Mal gucken, das müsste aber eigentlich passen, ne? Ja. Gut, dann kann ich die Schrauben erstmal reinschrauben und dann geht's weiter. So, jetzt widmen wir uns mal dem TomTom Navi. Leider ist das Navi von Jürgen zur Reparatur, aber ich habe zumindest dieses Teil hier. Das heißt, ja, im Endeffekt soll das Navi jetzt sozusagen hier mittig drauf. Und dass er das dann sozusagen, ja, dass es einfach nicht stört. Er hat es ja vorher, ihr habt es ja gesehen, da an der Seite gehabt. Und wir wollen das jetzt halt in die Mitte legen. Jetzt habe ich mir hier die Markierungen gesetzt. Das ist sozusagen die originale Halterung. Habe mir hier die Markierung gesetzt. Jetzt bohren wir erstmal diese beiden Löcher. Und dann können wir das nachher gegenschrauben. So, jetzt habe ich mir hier wieder meine geliebte Holzlatte genommen, damit ich hier das unterlegen kann. Und jetzt bohre ich erstmal mit einem Vierer Bohrer hier ein Loch rein. Eventuell reicht das schon. Das sieht auch schon ganz ordentlich aus.
Gucken, ob das reicht für die Schrauben. Ja, muss ein bisschen größer sein. Müssen wir nochmal nachbohren. Aber ich bohre lieber immer ein bisschen vorsichtiger erstmal, bevor ich da große Löcher reinhaue. Kann man das dann lieber nochmal nachbohren, ne? Das reicht auf jeden Fall. So, da Jürgen das Kabel hier nicht benutzt, möchten wir das gerne verschwinden lassen. Das heißt, also das legen wir dann hier in die Mitte, bohre ich jetzt nochmal ein großes Loch, sodass dieser Stecker hier durchpasst. Muss ein Zehner sein, also nochmal nachbohren. Das reicht auf jeden Fall. Genau, so, und dann wird nämlich das Ganze nur noch von hinten gegengeschraubt. Und dann war es das. Schön. So, Stand der Dinge ist, Navi-Halterung ist drauf. Also die sitzt jetzt nachher mittig. Ja, er kann weiterhin sein Handy benutzen und kann, wenn er möchte, dann hier eben auch direkt sein Navi drauf machen. Die Stromversorgung fürs Navi, die kommt hier von der Seite. Die bin ich hier einfach durchgegangen hier unten. Genau, das kann man dann dahinter klemmen, wenn man es nicht braucht. Stört nicht. Er hatte ja leider schon. Das habe ich bei mir ein bisschen anders. Also ich habe hier zwar auch ein Loch drin, damit ich meine Ladekabel sozusagen rausholen kann. Aber bei mir kommen die halt von unten. Ne? Und ich weiß nicht, wer das mal gemacht hat. Das ist aber sauber und ordentlich gemacht. Deswegen bin ich da jetzt auch den Weg gegangen und habe dann hier praktisch nur die Clips ran gemacht, dass die Kabel halt nirgendwo im Weg liegen. Ich denke mal, das sieht ganz ordentlich aus. Damit kann man gut leben. Und ja, jetzt kommen noch seine Spiegelblinker. Dazu werde ich diese hier abmachen. Und ja, dann sind wir hier mit dem Groben fertig. Dann gibt es noch einen Ölwechsel und dann soll es das auch gewesen sein. So, ich habe jetzt mal erstmal die Spiegel abgebaut vom Jürgen. Und zwar, er kriegt nämlich neue von mir. Und zwar solche. Die habe ich gefunden bei Amazon. Finde ich mega, sind echt gut verarbeitet. Zweifach verstellbar. Und das Schöne ist, ich werde ihm die Blinker verbauen. Und zwar werde ich da jetzt ein bisschen was basteln. Ihr seht, ich habe schon angefangen. Und dann kann man die nämlich nachher hier oben drauf machen. Und dann stören die gar nicht. Also das heißt, die integrieren sich sozusagen in den Spiegel. Und da finde ich, da habe ich mich ja fast schon wieder selber übertroffen. So, jetzt habe ich hier im Endeffekt wieder Schrumpfschlauch drum gemacht. Das kann ich nachher schon hier hinterlegen. Und dann geht das Kabel nachher hier mittig rein und kommt dann sozusagen in den Spiegel, also die Verkabelung. Ne? Ja, mal gucken, ob ich das hinkriege. Von der Idee her finde ich das eigentlich ganz geil. So, jetzt habe ich hier. Guck mal hier, das ist sozusagen dieses Blinkermodul, was Honda verbaut. Und ja, jetzt habe ich hier die Hülle abgenommen. Jetzt werde ich hier einmal wieder ein kleines Loch bohren. Und dann kann ich das schon wieder zusammenbauen. Ja. So, jetzt habe ich die Seite hier auch schon mal gemacht. Genau, und jetzt baue ich das wieder zusammen und dann ist das auch fertig. Ja, alles ein bisschen fummelig. Auch da braucht man ein bisschen Zeit natürlich, aber wenn man sich ein bisschen anstrengt, dann klappt das. So, die zusätzlichen Spiegel.
Spiegel sind auch montiert. Das funktioniert. So sieht es von der anderen Seite aus. Ja, gefällt mir gut. Bin stolz auf mich. So, ich habe Jürgen jetzt noch die Kamera angebaut, weil ja, er möchte auch mal so ein bisschen gegebenenfalls nebenbei filmen. Jetzt lasse ich die Maschine noch warm laufen, eben noch einen Ölwechsel machen. Ja, und dann sind wir durch. Ja, bei dem Forza 125 2019, da sitzt die Ölablassschraube hier, bei der Forza 2122, da sitzt sie auf der anderen Seite. Ja, jetzt kommt gleich neues Öl oben rein und dann ist gut. So, den Rest noch rein, ja. Und dann ist das Thema hier auch erledigt. So. Sieht gut aus. So, das war der letzte Streich. Also, das ist ja geil geworden, das sag ich dir. Ja, freut mich, Jürgen, dass es dir gefällt. Richtig super. Also, was ich hier, der Schalter, der sitzt so günstig für die Scheinwerfer. Die neuen Spiegel, die Halterung fürs Navi, wenn das Navi endlich wieder da wäre. Aber alles super. Ich bin echt begeistert. Das war natürlich eine Schweinearbeit für dich. Ja, alles gut. Alles abbauen, Sitz, den Koffer runter, die Schale. Hauptsache, du kommst gut nach Hause. Ja. Ne? Und dann wirst du ja heute Abend noch mal berichten, wenn du deine Runde in der Tiefgarage gefahren bist. Ich denke mal, Sonntag spätestens fahren wir wahrscheinlich, ne? Wenn den alles der Rolle hat. Genau. Kasi, schönen Dank. Gerne. Tschüss. Ne? Ja, guck mal. Ist weg, hat seine Maschine abgeholt. Ich glaube, er ist zufrieden. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mal wieder so ein bisschen was anderes zu machen hier. Nicht immer so diese Standard-Positionslichter und so. Ne? War ein bisschen fummelig, ein bisschen tricky, aber im Großen und Ganzen haben wir alles hingekriegt. Ihr Lieben, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr das macht. Wenn ihr mir ein Like gebt bzw. einen Daumen hoch fürs Video, freue ich mich auch. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Kasi.